Hallo, hier bin ich. So. Also mich kann man ja gar nicht kennen. Ich gehe ja durch jedes Fernsehformat und durch jede Zeitung. Mein Name ist Julian FM Stöckel und berühmt geworden bin ich durch Dschungelcamp. Ich bin ja sowieso eine Hardcore-Alkoholikerin eigentlich. Weich. Sexy. Vollmundend. Aber 100 Jahre her, sehr, sehr besoffen. Sehr besoffen und konnte gerade den Weg nach Hause noch finden. Und bin am nächsten Morgen aufgewacht und hatte dann wirklich so ekelhafte Rollmöpse. Das Wort schon. Im Kühlschrank und hab die dann gegessen. Und danach musste ich mich so unglaublich übergeben, weil ich so schlecht war davon. Vor dummen Menschen, vor Naivität und vor Vögeln. Also vor den Tieren. Okay. Am liebsten mit Mozart einen trinken. Ich glaube, mit Mozart zu feiern war unglaublich witzig. Er ist ja auch leider sehr jung gestorben, weil er halt so exzessiv gelebt hat. Aber wahrscheinlich ist es manchmal besser, jung zu sterben, weil man so gelebt hat, wie manche Leute in 10 Leben nicht. Die anderen. Das Schlimmste im ganzen Dschungelcamp sind immer die anderen, weil du bist pausenlos 24 Stunden am Tag mit Leuten zusammen auf engstem Raum, mit denen du privat nicht mal einen Kaffee trinken gehen wollen würdest. Und deswegen war es das Schlimme. Ich hätte alle Prüfungen der Welt machen können, aber das Schlimmste waren die anderen. Ich glaube, man braucht auf der Erde mehr Leute wie Julian FM Stöckel, die so leben, wie sie sind, die sich weder um Konventionen noch um irgendwas scheren, sondern machen, was ihnen Spaß macht. Baker's Bourbon, 7 Jahre, 107 Proof, Jim Beam, USA. Farbe, intensives dunkles Bernstein. Duft, sehr tief liegende, fruchtige Töne, dunkles Karamell und zarte Vanille. Geschmack, geröstete Erdnuss, vielschichtige Frucht, sehr seidig, weich und vollmundig. Abgang, lange anhaltend, angenehm süßlich, mit leichter Rauchigkeit.